Sehr schön. Dann gehe ich direkt zur Brücke, da zum Baum nämlich. Wenn da noch niemand war, kenne ich nämlich da noch eine Tiertuh. Und dann kenne ich noch eine dritte Tiertuh, die ich beim letzten Mal, bin ich ja irgendwie nach hinten, hier hinten gelaufen auf dieser Map und hab gesagt, irgendwo da hinten, also halt da die Straße entlang, hab gesagt, irgendwo da müsste eine Tiertuh sein. Sie gucken, meine Freunde, und ein herzliches Hallo zu einer weiteren Folge Minecraft Survival Games auf der Map Fallen. Und ja, hier kenne ich ja schon eine ganz gediegene Route. Das ist ganz gut. Das Problem ist, vorhin hat meine Tastatur ein bisschen rumgespastet. Ich hoffe, jetzt ist es nicht mehr so. Ich habe jetzt einfach mal den Stecker gewechselt, beziehungsweise es woanders reingesteckt. Und vorhin gerade lief es wieder, weil irgendwie vorhin war es einfach so, wenn ich zum Beispiel so gemacht habe, ein paar Mal Leertaste gedrückt hat, dann hat es nicht aufgehört zu springen. Oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel G gedrückt habe und so die ganze Zeit so seitlich gelaufen bin, nach D gedrückt habe, WD. Also W und D, und dann habe ich nur noch W gedrückt, dann ist es trotzdem noch seitlich gelaufen. Richtig strange. Aber gut, ich hoffe, es funktioniert alles, wie ich es mir natürlich erhoffe. Hier gibt es relativ viele Tiertuhs, glaube ich, ne? So, Sticks habe ich auch diesmal. Jetzt gehe ich die Route, die ich kenne. Okay, euch natze ich jetzt. Selber schuld, geht nicht meinen Way. Ich habe voll vergessen, dass ich eine Axt habe. Oh, nice. Wisst ihr, was ich jetzt schon ein Eisenschwert machen kann? Ja, genau. Der gute alte Greenie. Mal wieder. Diesmal habe ich die Sticks. Nicht wie letztes Mal auf dieser Karte. Geil, oder mache ich mir das natürlich jetzt direkt? Ein Eisenschwert ist nämlich schon ziemlich OP für den Anfang. Direkt Iron Sword. Ah, da vorne hat es ein paar Leute, auf die will ich jetzt noch nicht treffen, bevor ich das Eisenschwert habe. Sehr schön. Dann gehe ich direkt zur Brücke, da zum Baum nämlich. Wenn da noch niemand war, kenne ich nämlich da noch eine Tiertuh. Und dann kenne ich noch eine dritte Tiertuh, die ich beim letzten Mal, bin ich ja irgendwie nach hinten, hier hinten gelaufen auf dieser Map und hab gesagt, irgendwo da hinten, also halt da die Straße entlang, hab gesagt, irgendwo da müsste eine Tiertuh sein. Hab sie aber dann nicht gefunden, weil ich mir nicht sicher war, wo. Und nachher, als ich es am Schneiden war, im Schneideprogramm, ist mir nämlich wieder aufgefallen, wo das war eigentlich, glaube ich, oder? Ja, kann ganz gut sein. Das ist auch nicht so eine bekannte Tiertruhe, obwohl die eigentlich ziemlich offensichtlich ist. Oh, eine Eisenbrust direkt. Jo, Leute, also rüstungstechnisch. What the fuck? Wie lange geht die Runde? Keine Ahnung, aber noch nicht allzu lang. Also, vom Equip her sieht es gerade mega nice aus bei mir. Allerdings, was ich gerne trotzdem noch hätte, was ich wirklich ganz, ganz gerne noch hätte, wäre nämlich eine Sache, und zwar Feuerzeug, Feuerzeug, Angeln und Bogen. Die Sachen hätte ich gerne, und falls möglich sogar noch ein TNT oder sowas. Also ein schwarzes Geschenk, wenn ihr wisst, was ich meine. Und zwar wäre das die Chest da, beim V, das wäre eine Tier 2. Ich weiß nicht mehr genau, wie man da rankommt, ich glaube einfach springen. Aber war nicht sonderlich was Geiles drin, wobei das Flintensteel kann ich doch ganz gut brauchen. Und jetzt weiß ich immerhin zu 100% Sicherheit, dass das die Tier 2 ist. Dann haben wir drei Tier 2s gefunden, meine Freunde, in dieser einen Runde. Ich kann mich nicht beklagen. Echt nicht? Oh, der da unten ist weitaus schlechter equipped, als ich es bin. Natze ich mir den? Sag dem nicht meine Ausrüstung. Ich will mir den holen. Ihn will ich. Ihn brauche ich. Ihn hole ich. Komm schon. Ah, Mann, der rennt jetzt wirklich weg. Legit gewesen, was der gehittet hat. Ja, geil, jetzt bin ich hier unten gefangen. Das ist nicht so geil. Weil der, lol, ich glaube, der hatte Hex drin. Aber ich will dem jetzt auch nichts unterstellen. Es hat für mich einfach so ein bisschen nach ausgesehen. Naja, immerhin bin ich equip-technisch relativ gut am Start. So, das heißt, es ist auch nicht schlimm, wenn ich jetzt hier unten gefangen bin. Den Rest der Runde. Klar, es wäre cooler, wenn ich oben wäre. Dann könnte ich mehr erreichen. War kurz, ich habe einen Kuchen. Genau. Hier kann man sich ja mit rausholen. So, ja. Oh, ist zwar jetzt ein Kuchen verschwendet gewesen, aber besser als da unten zu versauern. Es hat zwar mir ein Dings weggebucht, allerdings hat es auch kein Feuer geplantet. Es hat nur kurz Rauch gemacht. Naja, jetzt noch mehr Gegner. Ich würde gerne noch ein paar Leute natzen. Also entweder hat der vorhin mega gut gespielt oder er hat wirklich ein bisschen ein paar Hacks drin gehabt. Weiß man ja nie so genau. Ich glaube, das da oben ist auch eine Tiertruhe, aber da habe ich auch schon versucht ranzukommen und es nicht gepackt. Der hat ein Deer bei sich und ein Bow, nice. Nice. Wen könnte ich vielleicht brauchen, um mir eine Angel zu machen? Schrott. Alles nur Schrott. Ich könnte es zwar verbrennen, aber ich glaube, das ist mir zu blöd, dafür meinen Flintenstiel her zu verschwenden. All das hier, was ich nicht mehr brauche, wegwerfen. Vielleicht kann ich mir nach einem
ein Dia-Schwert machen, wenn ich jetzt noch ein Dia finde. 3 Kills haben wir schon, ich kann mich echt nicht beklagen. Diese, 2 Dudes, dieser, Mr. ML8L8, oder wie der heißt, dieser Momo ZZ, ich glaube, das ist ein Team. Wenn ich es mal so von den Skins her beurteilen soll. Oder es ist halt einfach ein Zufall, das gibt es natürlich auch. Ich könnte versuchen, mein Eisenschwert zu verzaubern. Genau, das wäre noch eine Möglichkeit. Ich weiß allerdings nicht mehr ganz genau, wo der Enchantment-Table war. Früher wusste ich das noch, also letztes Mal, als ich gespielt habe, wusste ich das noch einigermaßen. Oder wusste ich es zumindest noch besser als jetzt. Jetzt weiß ich es nur noch ungefähr in welche Richtung. Mehr weiß ich leider auch nicht mehr. Das ist leider nicht unbedingt der größte Hinweis. Auf welchem Server war das nochmal, wo man pro Kill den macht ein Level kriegt? Das fand ich auch mega nice. War ja schon stark. Habe ich eigentlich Wolle? Nichts von den Schafen gedroppt gekriegt. Ich glaube, die haben das ausgestellt, dass man keine Wolle droppen kann. Gedroppt kriegen kann, weil das ist ein bisschen blöd. Okay, gehe ich jetzt verzaubern. Ich habe nämlich meine Level zusammen. Ein Flintenstiel sollte ich, oder mit dem Flintenstiel sollte ich lieber keine Chests öffnen. Ist unschlau. Wie viele Pfeile habe ich? 4 Stück nur. Okay, das ist ziemlich sad. Versuch mal noch mehr Pfeile zu kriegen. Das ist auch was, was ich machen kann. 1 versus 1. Okay. Nein! Mann, sowas finde ich schon wieder scheiße. Dann schreiben die erstmal 1 versus 1. Leute, der ist aber auch gestorben. Nice. Ich habe ihn noch gekillt. Mann, dann schreiben die erstmal 1 versus 1. Und dann sowas. Das war doch der mir das geschrieben hat, oder? Ja. So eine Mizzet. Ohne Witz. Also das finde ich ultra asozial. Jetzt ohne Scheiß. Nee, das ist doch echt Arschlecken, Mann. Hätte ich mein Schwert schon verzaubert gehabt, hätte ich ihn gekriegt. Mann, das finde ich echt das Asozialste überhaupt. Schreib die 1 versus 1 nach, gehen die zu zweit auf mich. Wenn ich anhalte, um zu, okay zu schreiben. Richtige Hurensöhne, das meine Freunde, das sind richtige Noobs. Richtige Ungeheuer halt. Kevin. Da. Ich glaube, der andere ist auch noch drin. Egal, meine Freunde, trotzdem hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von solchen Menschen, die einfach so asozial kommen und dann schreiben, als würde es sein, dann gehen sie zu zweit auf einen. Gott sei Dank habe ich den einen noch gekriegt. Das ist natürlich sehr schön. Ja, du Bob. Ja, du Bob. Schreib richtig. Jan, Doi. So. Ja, meine Freunde, wie gesagt, was haltet ihr von solchen Leuten? Ab in die Kommentare. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao!